ist MDR Sachsen-Anhalt heute mit Sascha Fröhlich. Guten Abend, liebe Zuschauer. An diesem Wochenende feiern wir unser Sachsen-Anhalt beim 20. Sachsen-Anhalt-Tag in Sangerhausen. Und da gibt es Konzerte, da gibt es Bühnenshows und all die Vereine aus dem Land, die sich dort vorstellen. Ja, und seit gestern Abend schon strömen die Besucher in die Rosenstadt. Und Tanja Ries und Marco Litzenberg, die strömen mit. Sachsen-Anhalt trifft Rose. Das muss natürlich das Motto beim Landesfest hier in der Rosenstadt Sangerhausen sein. Wir haben allerschönstes Wetter abbekommen an diesem Wochenende. Die Stadt hat sich in eine riesige Festmeile verwandelt. Sie sehen es ja schon hinter mir, hier ist mächtig was los. Und die Besucher, ja, die kommen wirklich aus allen Teilen des Landes. Ich komme aus Wolfen. Und warum sind Sie heute hergekommen? Warum? Weil Sachsen-Anhalt-Tag ja eigentlich ganz cool ist. Ich sag mal, man sieht viel Stände, man kann sich informieren. Ja, klasse. Klasse auch die Rosenkönigin samt Gefolge, die Sie hier überall auf dem Festgelände treffen können. Aber nicht nur die, sondern auch Damen in Tracht von überall her. Aus Magdeburg. Eigentlich Beiendorf-Sohlen. Und wir sind da im Heimatverein und sind eigentlich jedes Jahr beim Sachsen-Anhalt-Tag. Sie kriegen ja jedes Jahr Besuch vom Ministerpräsidenten am Eröffnungstag. Warum eigentlich? Ja, das fing eigentlich vor ein paar Jahren an. Da ist eine Frau bei uns vorbeigekommen und fand das sehr interessant. Und dann brachte sie ihn mal mit. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Besonders auch ihre Tracht. Die Röcke der 1000 Falken, die heißen wirklich so, sind nicht genäht, sondern geknotet. Und da darf ich sogar mal unter den Rock gucken. Wo kommen Sie denn her? Wir sind aus Sangerhausen und wir sind die historische Stadtwache von Sangerhausen. So etwa aus der Zeit um 1750. Und Sie passen hier ein bisschen auf? Ja, wir passen natürlich auf. Ja, Sie sehen, ganz Sachsen-Anhalt trifft sich hier heute in Sangerhausen. Und meinen Kollegen Marco, den hat es jetzt, glaube ich, förmlich in den Norden verschlagen. Stimmt's, Marco? Ja, hier im Norden geht es vor allen Dingen musikalisch zu, volkstümlich geradezu. Und Simone Franz, die steht neben mir, die hat das Programm hier im Altmarkdorf zusammengestellt. Simone Franz, was hat denn der Norden dem Süden Sachsen-Anhalts hier zu bieten? Wir haben unsere besten Gruppen mit im Gepäck. Wir sind immer bemüht, ein ganz tolles, buntes Programm zu zeigen. Sie sehen jetzt gerade eine Gruppe, das ist die Tanzgruppe Fitschewehen aus Salzwedel. Die sind auch schon 20 Jahre dabei. Es ist einfach schon langsam generationenübergreifend in den 20 Jahren. Es macht einfach Spaß und Freude. Ja. Das merkt man auch allen an, denn Simone Franz ist seit 20 Jahren ununterbrochen bei jedem Sachsen-Anhalt-Tag dabei. Ein echter Kraft, aber auch immer ein Balanceakt, das richtige Programm zusammenzustellen. Ja, das kann man wohl sagen, Marco. Ich bin hier die Zirkusprinzessin, allerdings nicht auf dem Drahtseil, sondern auf der Slackline. Und ich versuche mich jetzt hier lang zu balancieren. Ist ganz einfach, wie Sie sehen. Total easy. Na gut, zugegeben, wir schummeln ein bisschen. Der Konrad, der hilft mir hier über die Slackline. Ach, da ist er. Mein Rettungsbaum. Konrad, was ist denn der Trick? Wie schafft man das denn ohne Hilfe, ohne Schummeln darüber zu kommen? Lange, lange üben. Okay. Und hier im Sportareal mitten in der Stadt präsentieren sich zahlreiche Vereine und laden vor allem auch zum Mitmachen ein. Und das machen wir auch. Ey, nach so viel Action wäre ein bisschen Ruhe auch nicht schlecht, oder Marco? Ja, hier herrscht wirklich herrliche Ruhe und es duftet so toll nach Rosen. Denn wir sind im Europa-Rosarium. Mitten im September sieht es hier noch super toll aus. Und warum man hier genau zu dieser Zeit herkommen sollte, das verrät mir jetzt der Geschäftsführer Uwe Schmidt. Ja, die größte Rosensammlung der Welt besteht in diesem Jahr wetterbedingt durch eine einzigartige zweite Rosenblüte. 8.500 Rosenarten und Sorten haben wir zu bieten. Ich glaube, das Europa-Rosarium Sangerhausen ist der ruhende Gegenpol zu dem Festtrubel, den man in der Innenstadt erleben darf. Tatsächlich ist da ordentlich Trubel, aber wer morgen noch die Ruhe sucht, am Sonntag, der kann das auch, denn mit einem speziellen Sachsen-Anhalt-Button kann man hierher, ganz kostenlos, ausnahmsweise. Aber heute Abend geht natürlich der Trubel in der Innenstadt weiter und da gucken wir jetzt gleich nochmal hin. Na und was hier erst heute Abend los sein wird, Sachsen-Anhalt heute hat natürlich auch eine Rose, die haben wir hierher geschickt, unsere Susi, hallo. Ich spreche schon mit der Rose, sehen Sie, soweit ist es. Susi.
Du wirst ja heute die Gastgeberin sein auf der MDR-Bühne. Was erwartet denn die Besucher heute Abend hier? Naja, sie müssen auf jeden Fall kommen, denn zwei Legenden stehen auf dieser Bühne. Falco meets Mercury heißt die Show. Das heißt, Falco trifft Freddie Mercury und das wird was richtig Spannendes, denke ich. Und es wird vor allen Dingen poppig und rockig. Außerdem haben wir Mr. Sunshine dabei. Lou Bega wird den Mambo Number 5 performen. Das werden wir auf jeden Fall alles sehen. Ich warte eigentlich nur auf Sie. Also Sie kommen noch, oder? Auf nach Sangerhausen zum Sachsen-Anhalt-Tag. Wir freuen uns auf Sie. So, wir wollen noch die Susi nicht warten lassen. Machen Sie sich auf den Weg nach Sangerhausen. Und für alle, die das nicht schaffen, der MDR, der überträgt morgen ab 12 Uhr den großen Festumzug live im Fernsehen und im Internet unter mdrsachsenanhalt.de. Da finden Sie wie immer natürlich jede Menge Bilder und Geschichten rund um unser Landesfest. Ja, gefeiert wurde gestern auch in Magdeburg. Allerdings stand diese Party von Beginn an unter keinem guten Stern. Die Polizeidirektion Nord hatte eingeladen, um potenziellen Nachwuchs auch zu beeindrucken. Ja, und das lockte zunächst einmal linksextreme Gruppen auf den Plan. Mitte der Woche standen mehrere Einsatzwagen der Bundespolizei in Flammen. Und gestern Abend folgte das Bekennerschreiben der Linksautonomen. Und das verbunden mit der Ankündigung, auch die Polizeiparty stören zu wollen. Und wie das ausging, weiß meine Kollegin Heike Bade. Es gab mehrere Tanzflächen wie diese hier vor dem Partyschiff, 6 DJs, Bands, natürlich auch Alkohol, alles ganz normal bei einer Party. Aber diese fand eben komplett bei der Polizei in Magdeburg statt. Tatort Sternstraße, eine Nacht im Revier hieß das Motto. Mit dieser bundesweit einmaligen Veranstaltung wollte sich die Polizei mal ganz anders präsentieren. Das ist ein neues Format, auf der einen Seite Tag der offenen Tür, um Polizei zu erleben, aber auch ein Stück weit modern. Und eben zielorientiert. Wir suchen ja Bewerberinnen und Bewerber. Wir stellen wieder erheblich mehr junge Anwärterinnen und Anwärter ein. Und die sollen mal reinschnuppern dürfen. Und das machen wir jetzt mal als richtiges Fest, dass die Polizei sich auch mal in einer Feierlaune zeigt. So kennt man sie ja gar nicht. Die Polizei hatte mit ihrer unkonventionellen Veranstaltung auf Anhieb Erfolg. 3000 Besucher kamen. Aber nicht alle feiern mit der Polizei. Vor allem linksextreme Gruppierungen fühlen sich provoziert. 200 Meter weiter am Hasselbachplatz haben die Bad Kids Magdeburg zur Gegenveranstaltung eingeladen. Um die 150 sind gekommen. Die Stimmung ist eigentlich sehr friedlich. Und einerseits soll diese Party auch zeigen, dass man friedlich Widerstand, und wichtig ist der Widerstand, ob friedlich oder militant, auch möglich ist gegen solche staatlichen Institutionen wie die Polizei. Zurück zum Tatort Sternstraße und zur Polizeiparty. Im Halbstundentakt hat die Polizei Führungen angeboten, zum Beispiel die Gewahrsamstour. Eine sehr eindrucksvolle Präsentation, wie die Polizei mit mutmaßlichen Tätern umgeht, die sich einer Überprüfung widersetzen wollen. Und natürlich alles an Originalschauplätzen. Auch damit will die Polizei Interesse an ihrer Arbeit wecken. Also ich habe schon kurze Zeit mir überlegt, ob ich später auch Polizistin werden möchte. Aber andererseits bin ich mit meiner Familie hierher gekommen, weil meine kleinen Brüder sich sehr für den Beruf der Polizei interessieren, ja. Für den späteren Berufswunsch mal gucken. Interessiert mich eigentlich alles, mal so wie es ist. Gewahrsam, Spurensicherung, Leitstelle, alles was so gibt. Tatsächlich ließen sich die Ordnungshüter rundherum in die Karten gucken. Wer wollte, konnte auch richtig kriminaltechnisch tätig werden. Präsentation mal auf eine ganz andere Art und Weise. Die am Anfang befürchteten Störungen blieben aus. Wie es sich wirklich anfühlt, im Alltag eine Uniform zu tragen, das bekommt man sicher so schnell nicht mit. Aber als Motiv fürs Familienalbum reicht es allemal. Und vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr mehr Bewerber bei der Polizei. Eine Art Uniform trägt man auch beim THW. Das Technische Hilfswerk ist zur Stelle, wenn es zu Notfällen kommt, zu Unfällen, Katastrophen, wie zum Beispiel bei Hochwassereinsätzen. Und dann hilft es mit Mann und schwerem Gerät. Es ist eine Bundeseinrichtung. Und das ist einzigartig. Es besteht zu 99% aus ehrenamtlichen Helfern. Und das sind immerhin rund 83.000 Ehrenamtliche in ganz Deutschland. Und das erste THW in den neuen Bundesländern, das wurde in Halberstadt gegründet, vor 25 Jahren. Und das wird dementsprechend heute gefeiert. Das Jubiläum feierten die THW-Freiwilligen gemeinsam mit vielen Gästen im Tiergarten von Halberstadt. Hier konnte man sich hautnah davon überzeugen, was das Technische Hilfswerk so alles auf die Beine stellen und bewegen kann. So kamen heute auch diese Schmutzwasserpumpen zum Einsatz. Damit wird ein Teich für den Tierpark entschlammt. Das THW und der Tierpark, das passt schon, verbindet beide doch seit längerem eine Patenschaft.
Das technische Hilfswerk im wahrsten Sinne des Wortes, dein Freund und Helfer. Besonders bei Naturkatastrophen, wie hier zum Beispiel beim Hochwasser 2013 am Gimritzer Damm in Halle, ist das THW zur Stelle. Dann kommen die Freiwilligen mit speziellem Gerät, um zu helfen und zu retten. Gerade das Hochwasser vor 3 Jahren hat viele animiert, THW-Helfer zu werden. Auch Eileen Odenbach. Sie ist eine von 67 Mitgliedern im THW-Ortsverband Halberstadt. Ich hatte meinen Arbeitgeber gebeten bei der Flutkatastrophe 2013, dass ich da als zivile Person mithelfen kann. Und er hat gesagt, Frau Odenbach, Sie sind aber bei uns, wir brauchen auch Ihre Hilfe. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann habe ich aber den ganzen Tag nur rumgesessen und nichts gemacht, bei 30 Grad im Schatten. Ich habe Radio gehört, ich habe Facebook verfolgt und an allen Ecken und Enden wurde geschrien, um Hilfe geschrien. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt gehst du zum THW und dann heißt Einsatz und dann ist das egal, ob du dem Arbeitgeber helfen kannst oder nicht, dann hilfst du dem THW und du weißt, du kannst helfen. Powerfrauen wie Eileen Odenbach braucht das THW dringender denn je. Der Festakt heute war auch ein Appell. Wir alle kämpfen darum, genug freiwillige Mitglieder zu bekommen. Mitglieder, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern Mitglieder, die tatsächlich in der Lage sind, im Einsatzfall auch einzugreifen, dort wirklich ihre Fachkenntnisse an die Frau oder an den Mann zu bringen. Das THW-Jubiläum so richtig feiern werden Eileen Odenbach und ihre Kollegen erst am Abend. Bis dahin nämlich wollten sie ihr Patenkind, den Tierpark, noch ein bisschen auf Vordermann bringen. Ja, und jetzt haben wir Meldungen für Sie aus den Regionen des Landes im Kurzüberblick. In Freiburg steigt an diesem Wochenende das Winzerfest. Bis Montag gibt es ein buntes Programm und, na klar, reichlich Wein. Höhepunkt wird morgen Vormittag die Proklamation der neuen Weinkönigin für das Anbaugebiet Saale-Unstrut. Anschließend gibt es einen großen Festumzug durch die Stadt. Die Tradition sagt, dass beim Winzerfest die Fässer leer getrunken werden, um Platz zu schaffen für neuen Wein. Der Christopher Street Day in Halle hat heute bei strahlendem Sonnenschein tausende Menschen auf den Marktplatz gelockt. Das Motto in diesem Jahr: Menschen formen Freiräume. Neben buntem Treiben mit viel Musik luden Informationsstände zum Verweilen ein. Der CSD in Halle wird vom Begegnungs- und Beratungszentrum Lebensart und von der Hallischen Aidshilfe auf die Beine gestellt. Das rekonstruierte Ringheiligtum in Pömmelte entwickelt sich zum Besuchermagneten. Seit der Eröffnung im Juni schauten sich schon rund 2000 Gäste die steinzeitliche Anlage an. Im Salzlandmuseum in Schönebeck werden nun originale Funde vom Ringheiligtum in einer Dauerausstellung gezeigt. Zu sehen sind Alltagsgegenstände, aber auch die Schädel einer Frau und eines Kindes, die dort vor rund 4000 Jahren geopfert wurden. Auch bei größter Hitze sind heute viele Tangermünder in historische Kostüme geschlüpft, um das traditionelle Burgfest zu feiern. Damit erinnert Tangermünde an seine Zeit als Kaiserstadt im 14. Jahrhundert, als Karl IV. Die Stadt zu seiner Nebenresidenz erkoren hatte. Zum Burgfest gehören dieses Jahr ein Mittelaltermarkt oben an der Burg sowie ein großer Jahrmarkt am Hafen und in der Altstadt. Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt hat heute in Halle eine ganz besondere Ausstellung eröffnet. Sie zeigt das Lebenswerk der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Schmuckkünstlerin Juliane Noack. Ab morgen ist die Schau für Besucher geöffnet. Juliane Noack stammte aus Halle. Sie war an Bord der Germanwings-Maschine, die am 24. März vergangenen Jahres über den französischen Alpen abgestürzt war. Fast 200 Sportler mit Down-Syndrom aus ganz Deutschland haben sich heute zu ihrem Sportfest in Magdeburg getroffen. Und das nun schon zum 12. Mal. In der Hermann-Giesler-Halle ging es auch darum, wer der oder die Schnellste ist, aber vor allem um den Spaß. Und davon gab es reichlich. Sportler zwischen 3 und 65 Jahren traten gegeneinander an. Viele Ehrenamtliche helfen jedes Jahr, das Fest zu organisieren. Ja, wo wir bei all den Festen sind, morgen ist der Tag des offenen Denkmals. Seit Wochen laufen da die Vorbereitungen. Und in Stiege im Harz, da sind sie besonders aufgeregt, denn da steht eine Stabkirche. Das ist eine ganz besondere Holzkirche, die steht dort mitten im Wald. Und die ist in diesem Jahr zum allerersten Mal dabei und öffnet auch ihre Tore nun den Besuchern. Mitten in Sachsen-Anhalt, mitten in einem Wald bei Stiege im Harz. Die einzige Stabkirche des Landes, mehr als 100 Jahre alt.
Ein Verein kümmert sich um ihren Erhalt, seit 2 Jahren schon. Wie kommt so ein skandinavisch anmutendes Bauwerk mitten in unsere Breiten? Das war Mode. Das war zu Zeiten des Kaiserreichs so. Der Kaiser selbst hatte eine große Affinität nach Norwegen hin, hat also auch Norwegen mehrmals besucht. Und es war einfach, sag ich mal, an der Zeit, es war modern, sich, sag ich mal, in dieser Richtung auszurichten. In Skandinavien wurden im 12. Jahrhundert etliche dieser Kirchen gebaut. Mit vielen aufwendig gestalteten Verzierungen, komplett aus Holz. Ein oder mehrere Holzmasten tragen die Dachkonstruktion, genauso wie in Stiege. Die 37 Vereinsmitglieder rüsten sich für den Tag des Denkmals. Die Kirche wird zum ersten Mal an diesem Tag geöffnet. Der Verein will sie bekannt machen, sie erhalten. Doch Erhalt ist zu wenig gesagt. Die Kirche soll nicht im Wald bleiben, sie soll ins Dorf umziehen. Nach Stiege auf die grüne Wiese am Bahnhofspark. Und zwar vom Albrechtshaus an der B242 aus, nur 7 Kilometer weit. Ein Tieflader passt nicht auf die Waldwege, sie muss zerlegt werden. Der Verein fürchtet Randalierer, deshalb soll die Kirche raus aus dem Wald und rein ins Dorf. Die Dachrinne, wenn man sieht, wird man vermissen, ja, ist geklaut worden. Die Glocke ist nicht mehr da, ist also auch entwendet. Und es gibt eben sehr viel skrupellose Leute. Es gibt nichts zu holen hier. Es ist einfach nur Zerstörung, ja, sich Zutritt verschaffen und wieder gehen und vielleicht im Innenbereich auch zerstören, aber es ist einfach sinnlos. Die Randalierer haben schon die Gebäude nebenan verwüstet und in Brand gesteckt. Die Stabkirche gehörte zur Lungenheilstätte Stiege, seit 1993 geschlossen. Und nun geht es ums Geld. Eine 500.000 soll es kosten, die Kirche ab und wieder aufzubauen. Einen anonymen Spender gab es bereits. 10.000 Euro sind eingegangen. Aber wie kommt die Kirche ins Dorf? Das eine wäre die klassische Variante, wir bauen die Kirche ab und bauen sie in Stiege wieder auf. Und die andere Variante, die spukt in unseren Köpfen sehr, sag ich mal, konkret herum, dass wir die Kirche vielleicht sogar per Luftfracht umsetzen. Heißt in Teilen per Hubschrauber. Eine gewagte Idee, die am Geld hängt. Es kann Jahre dauern, die Summe zusammenzubekommen. Wer das kleine Wunderwerk besuchen möchte, ist morgen herzlich eingeladen. Ab 10 Uhr geht's los. Ja, nach der Kirche am Hubschrauber kommen wir zum Sport. Und da ist ja mein Kollege Marco Pahl nicht weit. Ja, und bei da bin euch ich. Hallo. Dreht sich's ja wie immer um unsere beiden Fußball-Drittligisten. Ja, der 1. FC Magdeburg, der musste heute nach Mainz zur U23, der 05er. Der Hallische FC konnte sich das heute ganz gemütlich auf der Couch anschauen. Denn bereits gestern Abend feierte der HFC einen wichtigen Sieg gegen Preußen Münster. Na, geht doch. War der gegnerische Kasten zuletzt wie vernagelt für den HFC, wurde gestern der Bock umgestoßen und mit einem 2:1 Erfolg gegen Preußen Münster die Torflaute beendet. Fußballerisch war es nur Schmalkost, aber 2 geniale Momente oder in dem Fall 2 Minuten reichten aus für den ersten Heimdreier der Saison. Manchmal muss eben auch mal der Gegner mithelfen. 42. Minute, Riesenbock von Münsters Hintermannschaft. Pintol sagt Danke auf seine Art. Da ist er, der so wichtige Ausgleich zum 1:1. Dass wir kicken können, haben wir, glaube ich, auch mehrfach gezeigt, heute auch mal wieder. Und ja, alles in allem war das ein Arbeitssieg mit einer fußballerischen Note, kann man sagen. Nur 2 Minuten später wird die Party dann perfekt. Baumgärtel, Volley ins Glück zum 2:1 Siegtreffer. Halle dreht das Spiel wie aus dem Nichts. Ich habe mich nach hinten abgesetzt, gehofft, dass der Ball vielleicht langkommt. Dann kam er zufällig zu mir. Dann springen vor mir noch 2 Leute hoch. Ich hau einfach drauf und habe gar nicht gesehen, ob wie der Ball reingeht. Dabei hätte das hier auch richtig schief gehen können. 4. Spielminute, da wird der HFC kalt erwischt, als Münsters Weißenfels eine Flanke schlägt, Schilk zu spät kommt und Grimaldi zur Gästeführung einschiebt. Gott sei Dank aber konnte Halle das Spiel ja dann doch noch drehen. Arbeitssieg, reingearbeitet, Nackenschlag mit dem frühen Rückstand. Hat man gesehen, die Verunsicherung ein Stück weit, hat noch keinen Zugriff, ein Spiel gegen den Ball. 40 Minuten lang läuft alles nach Plan von Preußen Münster. Die Westfalen sogar mit der Chance auf das 2:0. Dazu die 5. gelbe Karte für Klaus Giasula für ein Allerweltsfoul. Halles Kapitän erfehlt damit nächsten Sonnabend gegen den FSV Frankfurt. Es hat mich richtig geärgert heute. Ich konnte auch meinen Mund nicht mehr halten. Ich habe richtig lange noch weiter mit dem Schiri diskutiert. Weil ich langsam wirklich das Gefühl habe, jedes Foul ist direkt gelb. Und ohne einmal ein Auge zuzudrücken oder sonst was, das ist schon... nicht ganz gerecht, sag ich mal. Dass Halle dieses Spiel doch noch umbiegt, das spricht für die Moral der Truppe. 2 geniale Momente innerhalb von nur 2 Minuten, das reicht eben manchmal.
Wir hoffen natürlich, dass uns der Sieg so ein bisschen Aufwind gibt. Und wie gesagt, jetzt steht eine neue Woche an, neuer Gegner. Wir werden hart dran arbeiten und hoffen natürlich, dass wir die Serie fortsetzen können. Und ja, schauen einfach, was passiert. Der HFC also endlich wieder zurück in der Erfolgsspur. Der Lohn, ein Sprung hoch in der Tabelle von 15 auf 9. Halle hat also vorgelegt. Mal sehen, was der Erzrivale aus Magdeburg macht. Der war heute bei Tabellenschlusslicht Mainz 05 zu Gast. Klingt nach einer lösbaren Aufgabe. Aber der FCM liegt als Tabellen-17. gerade mal 2 Pünktchen vor der Mainzer U23. Die hatte Jens Hertel vor dem Spiel ja fast geadelt. Denn für den Coach des FCM gehört die Mainzer Nachwuchsarbeit in Deutschland zu den Top 3. Ein Magdeburger Selbstläufer war demnach heute nicht zu erwarten. Die Magdeburger bei den bis dato sieglosen Mainzern mit klarer Botschaft: Wir wollen die ersten 3 Auswärtspunkte. Kapitän Sowislo mit der ersten Möglichkeit schon in der 3. Minute. Mit dem Wollen und dem Können ist das so eine Sache. Farona Pulido hätte gekonnt. In aussichtsreicher Position. Die ersten 20 Minuten gehören dem FCM. Dann die Mainzer mit Chancen und die Magdeburger mit einem gut aufgelegten Glinker zwischen den Pfosten. Trainer Hertel hatte sich wohl schon auf eine Nullnummer zur Pause eingestellt, als es zum Ende der ersten Halbzeit doch noch im FCM-Kasten einschlug. Aaron Seidel mit der Mainzer Führung, schön herausgespielt, aber auch von den Magdeburgern zugelassen. Die mitgereisten Fans trotzdem weiter optimistisch. Nach dem Seitenwechsel die Blauen mit Möglichkeiten, das Blatt noch zu wenden. Der eingewechselte Rasek hat den Ausgleich auf dem Fuß. Und in der Nachspielzeit dann noch mal der Kapitän. Doch es bleibt beim 0:1. Eine vermeidbare Niederlage, fand auch Marius Sowislo. Wir haben viele Möglichkeiten uns herausgespielt in der ersten und zweiten, konnten leider keine davon nutzen. Und der Gegner braucht einfach nicht viele, um bei uns die Kirsche einzudrücken. Die Früchte sammeln heute die anderen. Da wird sich in den nächsten Spielen die Erntetaktik der Magdeburger ändern müssen, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Denn da steckt der FCM nach der 4. Pleite im 6. Spiel mitten drin. Die Tabelle der 3. Liga. Magdeburg findet sich jetzt auf einem Abstiegsplatz wieder. Nächste Woche kommt es dann zum direkten Kellerduell beim vorletzten Preußen Münster. Der Tabellen-9. Halle muss auch nächsten Sonnabend dran. Der HFC bekommt Besuch. Dann ist nämlich Schlusslicht FSV Frankfurt zu Gast. Bei den Paralympics in Rio steht der sehbehinderte Ruderer Tino Kolitscher mit dem Mixed-Vierer im Finale. Morgen um 4:15 geht's für den Hallenser dann um Edelmetall. Für Pferdesportanhänger war Magdeburg heute wieder die erste Adresse. Nach mehrmonatiger Pause hat der Rennverein der Landeshauptstadt den 3. Renntag in dieser Saison veranstaltet. Im Wechsel sind im Herrenkrug je 5 Galopp- und 5 Trabrennen gestartet. Und dafür sind 2500 Pferdesportfans an die Strecke gekommen. Und eines gehört dazu, die Hüte. Und die wurden heute von den Damen und auch den Herren der Schöpfung ganz traditionell getragen. Zu sehen gab es 10 Rennen mit 98 Pferden. Den ersten Trabrennlauf hat Bernd Schrödel mit seinem Vigo Best für sich entschieden. Den Jubiläumspreis im Galopp, dotiert auf immerhin stolze 3000 Euro, hat Andreas Löwe mit I Love Lips gewonnen. Auf den nächsten und letzten Renntag müssen die Pferdesportfans im Übrigen nicht wieder so lange warten. Der findet traditionell am 31. Oktober statt. Ja, bereits gestern gab es die Zweitliga-Heimpremiere vom Dessau-Rosslauer Handballverein gegen Bad Schwartau. Zuvor wurde beim Aufsteiger aus Dessau kräftig angepackt. Neue Spieler wurden geholt, das Umfeld wurde professioneller und der Vertrag von Erfolgscoach Uwe Jung-Andreas verlängert. Das alles freut besonders ihn hier. Tino Weinhardt, der Dessauer Langzeitfan, fieberte dem ersten Heimspiel in der 2. Liga so richtig entgegen. Tino Weinhardt ist ein Dessauer Original. Seit Jahrzehnten ist er Veranstaltungstechniker, Fan vom Dessau-Rosslauer HV und seit dieser Saison verantwortlich für das Drumherum in der Anhalt Arena, der Spielstätte der Handballer. Nur noch wenig Zeit bleibt ihm, um die Videoleinwand und den Sound in der Halle für Spiel startklar zu machen. Seit heute früh um 10 bin ich hier, ja, verschiedene Sachen noch eingerichtet, dann das, die letzte Nacht noch mal alles soweit programmiert. Es ist ja nachher die Intro-Show, die das Ganze hier dann so weit bringen soll, dass die Zuschauer heiß sind und dann mitgehen. Nun ist es soweit, die große Vorstellung der Mannschaft. Der Spieler, der in die Arena einläuft, wird auf der Videoleinwand angezeigt und genau das steuert Tino mit seinem Tablet. Und ist dabei hautnah dran am Team.
Naja, die Anspannung ist groß. Der Einlauf funktioniert. Das ist jetzt aber für mich ein bisschen die Anspannung weg. Wenn also so der Start sozusagen funktioniert. Erstmal geht es jetzt für die Mannschaft los und ich hoffe natürlich auf die ersten Punkte. Zu Hause müssen wir die Punkte holen. Das Spiel der Dessauer in den weißen Trikots gegen Bad Schwartau läuft nicht so, wie die knapp 1000 Zuschauer sich das vorstellen. Ihr Team macht zu viele Fehler, die Norddeutschen bestrafen das eiskalt. Doch danach kommt der Dessau-Roßlauer HV besser in Fahrt. Ein Tor nach dem nächsten holen sie auf und die Mienen der Fans in der Arena, sie erhellen sich wieder. Zur Halbzeit führen die Anhalter gar mit 2 Toren. Seinen Jubel ein wenig unterdrücken muss Tino Weinhardt. Noch immer steuert er die Leinwand von dem Platz neben seiner Familie aus. Mit der Leistung der Mannschaft ist er zufrieden. Ich hoffe, dass das Ergebnis, dass wir das so jetzt weiter durchziehen und dass die Technik hält. Aber bisher ist alles in Ordnung, was das betrifft. All die Hoffnung, die Tino hat, zerschlägt sich in der zweiten Halbzeit ganz schnell. Bad Schwartau ist einfach abgeklärter vor dem Tor. Die Dessauer können dem nicht viel entgegensetzen. Sie treffen das Tor einfach viel zu selten. Am Ende verlieren sie das lang erwartete erste Heimspiel in der zweiten Handball-Bundesliga seit 5 Jahren mit 20:25. Können wir nur sagen, die Saison ist lang. Haben noch 36 Spieltage, hier ist noch nichts verloren. Köpfe nicht hängen lassen und dann geht's weiter. Genau so denkt auch Tino Weiner, der nach dem Spiel, wie sollte es anders sein, alle Hände voll zu tun hat. Und deshalb ausgebissen und immer wieder. Ja, nach dem Sport kommt wie immer das Wetter. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Spätsommer, den wir gerade erleben, ein bisschen schämt für den Hochsommer und jetzt irgendwie wieder rausholen möchte, was der Hochsommer versäumt hat. Maira, wie lange bleibt uns denn dieses traumhafte Bade- und auch Grillwetter eigentlich noch erhalten? Noch eine Weile, Sascha. Guten Abend, liebe Zuschauer. Obwohl wir uns nun schon über eine Woche lang aus meteorologischer Sicht im Herbst befinden, denkt der Sommer noch lange nicht ans Aufhören. Vielmehr geben sich die Hochs die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Denn nachdem Hoch Johannes abgezogen ist, übernahm heute gleich Hoch Karl die Wetterregie. Und so bleibt es dann in den kommenden Tagen bei uns sonnig und warm. Morgen bekommen wir nur einen ganz schwachen Ausläufer des Islandtiefs ab. Und so ist es in dieser Nacht anfänglich meist klar und später dann nur locker bewölkt. Örtlich kann sich dann aber Nebel bilden, denn der Wind weht nur schwach und dazu bleibt es dann angenehm lau. Morgen starten wir sehr sonnig in den Tag. Im Laufe des Vormittages ziehen dann eben einige lockere Wolken durch und am Nachmittag bilden sich dann einige Quellwolken. Es bleibt aber trocken und dazu bekommen wir heiße 29, 30 Grad. Mancherorts werden es auch 31. Der Wind wird dann auch keine Abkühlung bringen, denn er weht weiterhin nur schwach. Und zu diesen Aussichten braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. In die neue Woche starten wir noch etwas heißer und dabei lässt sich die Sonne dann durch nichts stoppen. Nun habe ich noch ein ganz besonders schönes Zuschauerfoto für Sie. Heidi Dreiling aus Thale, Ortsteil Neinstedt, hat die aufgehende Sonne an der Teufelsmauer bei Weddersleben wirklich sehr stimmungsvoll eingefangen. Unterhalb der Teufelsmauer wabert alles geheimnisvoll im Morgennebel. Eine sehr gelungene Aufnahme. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank für diese Wetteraussichten. Und wo könnte es schöner sein als bei 30 Grad in Sangerhausen zum Sachsen-Anhalt-Tag? Machen Sie sich also auf den Weg. Auch heute Abend noch gibt es eine große Party mit meiner Kollegin Susi, die erwartet Sie schon. Und wenn nicht, schauen Sie morgen im Internet vorbei, mdrsachsen-anhalt.de. Da gibt es alle Bilder, alle Informationen. Und ab 12 Uhr der Festumzug aus Sangerhausen dann live im MDR-Fernsehen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kühlen Sie sich ein bisschen ab. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Dabeisein.